Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Landwirtschaftssimulator, weiterhin in meiner Wenigkeit Labor. So, hier müssen wir mal ein bisschen rauszoomen. Da waren wir, können wir den umändern, den hat da. Die anmachen können wir schon mal, so. Hier Force Feedback anmachen, so. Erstmal alle starten hier, ne? So. Und gib ihn. Perfekt. So, dann haben wir nur noch eins. Und dann haben wir es. Perfekt. Ich glaube, wir brauchen nicht nochmal anreißen da, das wäre Bullshit. Und gib ihn. So, Leute. Das läuft ja schon mal wie am Schnürchen. Ich habe jetzt ja schon Dingens am Laufen. Need for Speed. Am Freitag kommt das neue Yidi-Spiel. Das kommt auch von EA. Wenn es mir gefällt. Und Planet Zoo, Leute, wenn ich das alles schaffe, kommt das auch noch. Ich hatte privat Schwierigkeiten, deswegen Schwierigkeiten, zu viel zu tun. Und aus dem Grund verschiebt sich das gerade so ein bisschen. Können wir mal so ein bisschen weiter aufs Feld fahren. So, hier hauen wir auch Gerste drauf. Wir haben gesagt, bei dem anderen Feld hauen wir Raps drauf, weil Gerstelager ist dann voll. Aus dem Grund kommen wir auf das andere Feld. Raps. So, perfekt. So, dann können wir mal gucken hier. Nur I drücken entleert er wirklich die Sämaschine? Wie doof ist das denn? Seit wann ist das denn so? Ich sehe gerade zwar nichts, aber wir hören es ja. Und das nehmen wir auch noch mit. Abfahrraps. So. Das nehmen wir auch noch. Wie gesagt, erster Schnitt machen wir ja meistens von außen. Und oh, stopp. Und gib ihm. Warum kein Dünger drin ist, weil ich vorgedüngt hatte. Und es funktioniert nicht mehr, wenn man vordüngt, dass dann nochmal gedüngt wird. Warum auch immer, funktioniert auf jeden Fall nicht. Daher machen wir das so. Aber wie gesagt, wir sind dann schon ziemlich, ziemlich schnell unterwegs hier. Und haben dann auch ruckidizuck das Feld jetzt gleich auch fertig bestückt. Das müsste so passen. Dann gib ihn. Geht jetzt auf jeden Fall alles mit der Sämaschine wirklich eine ganze Ecke schneller. Können wir auch gucken, ob wir gleich Felder per Auftrag sehen müssen. Perfekt. Es läuft auf jeden Fall. Also ich bin ziemlich zufrieden. Müsste eigentlich auch noch gar nicht aufnehmen oder so. Ich habe mega Bock einfach. Und dann sind diese Probleme schon mal, oder Probleme dieses Projekt dann schon wieder im Kasten. Was anderes dreht es sich hauptsächlich erstmal gar nicht. Und für mich ist gerade wichtig, dass ich wieder auf den Laufenden komme. Dann noch die Internetprobleme, die ich immer noch habe. Irgendwie haben wir hier bei uns
Upsala, das war das falsche Knöpfchen. Haben wir uns in der Region mit dem Hauptserver irgendwelche Probleme, deswegen hatte ich diese Lags und dies und jenes, aber einfach locker und flockig bleiben. Oder die habe ich immer noch, besser gesagt. Also die Leute, die sich wundern, wenn immer noch Lags passieren, dass ich rückgeportet werde. Also liege ich zurzeit einfach mal im Internet, aber ich bleib da einfach geschmeidig, Leute. Es gibt einfach Technik, die hat einfach zwischendurch mal einen miesen Tag. Ganz einfach. Bei mir ist es morgen eine Woche. Also daher passt das schon. Es geht ja. Also ich bin ja nicht abgeschnitten oder es ist komplett aus. Sondern es spackt einfach nur ein bisschen. Mehr nicht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die am Anfang auf keinen Fall haben wollte, diese Maschine. Freue ich mich jetzt umso mehr, weil wir einfach ruckidizuck die Felder drin haben. Und Gras mache ich nicht, weil ich gucken will, ob die Ernte am nächsten Tag fertig ist, wenn wir aufgestanden sind, oder ob ich dann Gras machen muss. Sonst hätte ich da dann nichts zu tun. Dann gehe ich gleich lieber Aufträge machen, Leute. Das ist ein bisschen angenehmer, würde ich sagen, ne? Was hat mal gepasst? Wie Arsch auf einmal. Und schon Käffchen? Ja, es gab Need for Speed. Ich bin eigentlich ziemlich begeistert von dem Spiel. Mir macht es mehr Spaß, als ich gerechnet hätte. Ja, da geht's erstmal weiter. Das neue Star Wars Spiel kommt ja auch noch. Da werde ich auch anfangen, das aufzunehmen. Wenn es mir dann nicht gefällt, mache ich es aus und weg mit dem ganzen Gedöns. Aber regulär bis jetzt sollte es gut sein. Aber ich lasse mich einfach ein bisschen überraschen, Leute. Wir müssen auf jeden Fall dann noch alle vier Felder düngen. Da wird uns keine andere Möglichkeit bleiben. Ja, jetzt haben wir wieder ein Leck. Kann man einen Augenblick warten. Na, jetzt geht gar nichts. Jetzt. Sehr schön. Und gib ihn. Läuft auf jeden Fall. Läuft bei dir. Oh oh. Oh oh. Mega Leck. Aber mega. Nichts passiert. Hihi. Vielleicht sollte ich gucken, dass ich das fertig kriege und vielleicht nicht ganz so viele Folgen mache und hoffe, dass es sich über die Woche doch wieder einpendelt, weil die meinen, sie brauchen noch die Woche und dann sehen wir. Aber das sehe ich dann. Das ist halt jetzt der Nachteil, ne, wenn man auf dem Server spielt. Man hat einen Vorteil dadurch, dass man auf dem Server spielt. Weil gerade wenn dann doch ein Freund mitspielen will oder so,
Und dann ist es in dem Sinne scheißegal. Aber wenn man dann Internetprobleme hat, dann ist es Kacke. Aber so richtig. Ich überlege gleich, sind wir schon fertig. Leck mich am Arsch. Das ist cool. Und viele Ausgaben haben wir ja eh gerade nicht. Außer für Dünger. Aber der Dünger ist ja im Düngerstreuer ja drin. Also daher ist es ja egal. Und beim nächsten Mal beim Abernten kommt dann ja sowieso wieder Geld rein durch Stroh. Daher ist das schon vollkommen okay so. Wie gesagt, also wenn ich alles auf der Reihe habe, dann kommen Pläne zu. Da spielt ja eh keine Rolle, wenn es ein paar Tage später kommt oder Peng. Ist eigentlich bei jedem Spiel heute scheißegal. Wenn ihr es gucken wollt, guckt ihr es. Wenn nicht, dann guckt das woanders. Ganz einfach. Das ist. Heute spielt das keine Rolle mehr, wenn man einer der Ersten ist oder nicht. Früher hat man dadurch wirklich große Vorzüge gehabt. Das gibt es halt heute einfach nicht mehr. Na? Wie schnell es geht, ne? Ja, was haben wir jetzt mal gesagt? Knapp 4 Meter mehr, ne? Breite. Ja, und schneller, ne? 18 Glocken knallen wir jetzt hier übers Feld. Vorher 15, glaube ich. Also man fährt schneller, wenn er die Geschwindigkeit natürlich halten kann, weil der Trecker ja wirklich ein bisschen am Limit läuft. Aber wir investieren nichts mehr in den Trecker, weil wir ja auf Glas gerne hätten, ne? Und aus dem Grund passt das dann schon. Was ich immer noch ein bisschen blöd finde, dass das mit diesem Anreißen manchmal nicht richtig funktioniert. Man muss dann vorausgucken. Dann bräuchte ich auch eigentlich nur so einen kleinen Strich ziehen. Aber ja, gut. Was soll ich großartig dazu sagen? So ist es dann halt einfach. Aber hier auf so ein ebenes Feld, da zieht er eigentlich schon richtig gut durch. Aber da haben wir wirklich keine Probleme. Wir haben eigentlich nur Probleme, wenn es an die anderen Felder geht, wo wir wirklich extrem Bergaufstücke haben. Aber sonst gar keine Probleme. So, letzter. Boah. Das war mal Augenmaß. Könnte wirklich reichen. Kleines Stück fahre ich da nicht mehr. Bullshit. Haben wir auf jeden Fall fertig. Das war's. Perfekt. Ausmachen, einklappen. Dann bringen wir den Gedöns weg.
Jetzt gucken wir mal. Hat er denn da jetzt was geändert? Hat das jetzt doch funktioniert oder nicht funktioniert? Das werden wir jetzt sehen. Nein. Das ist auf jeden Fall Stufe 1, weil das hier wäre dann Stufe 2. Gehen wir jetzt mal mit dem Düngerstreuer drauf und gucken uns das mal an, was er dann sagt. Ob es denn so funktioniert. Aber erstmal möchte ich gerne die Sämaschine reparieren. Dann gucken wir. Zack. Ein bisschen wegbewegen. So. Und steigen hier. Bitte. Bitte. So, reparieren. $206. Ist ja $208. Ist ja lächerlich. So. Einmal hier rum. Ja, die kriegen wir eh hier nirgendwo rein. Ich habe mich jetzt gerade überlegen, wo wir sie wirklich hinstellen. Ich denke einfach, weil die viel zu hoch ist. Ich denke auch, die kriegen wir... Doch, hier kriege ich sie rein. Okay, dann schieben wir sie hier rückwärts rein. Sauber machen tue ich sie jetzt mal gerade nicht. War gerade schon so ein bisschen loophaft, ne? Aber gut. Perfekt. Oh, leck, 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 leck. Er nimmt nichts an. Ich hab das Leck. Ein Internet-Leck. Jetzt. Ich stehe voll drauf, also. Jetzt kommt es. Da sind noch 2000 drin. Jetzt erstmal gerade den Test ausführen. Ob es jetzt funktioniert. So, gucken wir uns das mal gerade an. Einmal hier so gerade so ein kleines Stück. Blub. Nein. Gut, also das funktioniert auf gar keinen Fall. Dann müssen wir warten, bis die erste Wachstumsstufe da drauf ist, solange das Internet macht mich Nabelohne. Sag aber auch erstmal wieder vielen Dank. Bis morgen. Tschüss.